Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Rangezoomt. Seit gut 3 Monaten nutze ich nun das Samsung Galaxy Z Flip 4. Mittlerweile ist es, wie nicht anders zu erwarten, stark im Preis gefallen und man bekommt es im Angebot sogar schon für teilweise 850 Euro. Zeit, einen genaueren Blick drauf zu werfen. Gibt es vielleicht Punkte, die ich in den ersten Tagen und Wochen der Nutzung übersehen habe oder die mich vielleicht ein wenig gestört haben, aber nicht allzu sehr, die sich dann aber in den letzten Wochen doch als störender herauskristallisiert haben, als ich es im Vorfeld dachte. Dann schauen wir natürlich, wie sieht es mechanisch aus. Das heißt, der Klappmechanismus, hat sich da was verändert? Wir schauen natürlich und vor allem auch aufs Display und hier besonders auf die Folie. Gibt es hier Abnutzungserscheinungen oder löst sich die Folie gar? Ich denke, wenn euch meine Alltagserfahrungen mit dem Z Flip 4 interessieren, solltet ihr einfach dranbleiben. Los geht's. Viel Spaß. Was mich noch immer wie am ersten Tag begeistert ist, wie hochwertig sich das Samsung Galaxy Z Flip 4 anfühlt. Im zusammengefalteten Zustand ist es einfach ein wirklich massiver Block. Egal ob die matte Rückseite, der Rahmen oder auch das Gelenk, das macht alles schon was her und das Gewicht von 187 Gramm passt für mich perfekt. Bevor wir das Flip aufflippen, noch ein paar kurze Worte zum 1,9 Zoll großen Außendisplay, mit dem ich noch immer sehr zufrieden bin. Das Einzige, was mir hier wirklich fehlt, das habe ich bereits in meinem Review gesagt, das ist eine kleine Tastatur, mit der man auf Nachrichten antworten kann. Das müsste eigentlich möglich sein. Das Display ist, wie gesagt, 1,9 Zoll groß. Und andere Hersteller ermöglichen das sogar bei deutlich kleineren Smartwatch-Displays. Ansonsten reichen mir die verfügbaren Funktionen vollkommen aus und sie sorgen sogar dafür, dass ich das ein oder andere Mal das Smartphone einfach nicht aufklappen muss, zum Beispiel bei der Musiksteuerung. Apropos Musik, auch das Galaxy Z Flip 4 verfügt natürlich über Stereo-Lautsprecher, die, wenn man immer betrachtet, wie dünn das Gerät ist, auch wirklich gut klingen. Sie klingen nicht ganz so gut wie ihre steifen großen Brüder der S22-Serie oder die Lautsprecher in den aktuellen iPhones, aber trotzdem bin ich mit dem Klang mehr als zufrieden. Aufgeklappt habe ich dann noch am 6,7 Zoll großen Display absolut nichts zu bemängeln. Ja, andere werden heller, andere lösen höher auf, aber ich hatte nie Probleme mit der Ablesbarkeit und das ist das, was zählt im Alltag. Da das Display eines Foldables ja nun nicht mit richtigem, echtem Glas, nennen wir es mal, geschützt wird, wie bei normalen Smartphones, sondern eher mit einer Folie, kann man es auch nicht ganz so leicht reinigen. Und im Fall des Z Flip 4, muss ich sagen, verschmutzt es auch schneller durch Fingerabdrücke und lässt sich nicht ganz so einfach abwischen, vor allem, weil man da ja auch etwas vorsichtiger zu Werke gehen muss. Dann ist es wie schon beim Vorgänger so, dass Samsung die Schutzfolie nicht ganz bis in die äußersten Ecken zieht, so sammelt sich da auch immer mal ein bisschen Schmutz und Staub dran. Das sieht nicht ganz so schön aus. Auch nicht ganz so gut, und so ehrlich muss man sein, sieht der Knick bzw. die Falte im Display aus. Und ich bilde mir ein, dass sie in den ersten Tagen der Nutzung noch etwas größer geworden ist. Nicht viel, und sie hat das in Anführungsstrichen Wachstum dann auch eingestellt. Aber, und das muss jedem klar sein, erfühlen tut man sie immer, sehen nicht immer, aber meistens. Stören tut mich das Ganze ab und an beim Videoschauen und beim Zocken. Apropos Videos, die Möglichkeit, das Z Flip 4 nicht ganz aufgeklappt irgendwo hinzustellen, nutze ich tatsächlich nie, außer ab und an mal beim YouTube-Schauen. Für mich hat das Falten also an sich am Ende nur den Vorteil, dass ich das Smartphone besser in der Hosentasche verstauen kann. Was mich dann aber tatsächlich stört, und das hatte ich in meinem ersten Video auch schon angedeutet, das ist die Platzierung der Tasten und hier vor allem der Lautstärke-Taste. Einhändig bedienen wird hier meistens nichts, aber die Tasten sitzen wirklich so hoch, dass ich denke, dass es ganz einfach nicht anders ging. Gut hingegen gefällt mir der Fingerabdruckleser am Powerbutton, der schnell und zuverlässig funktioniert und mit dem man durch eine Wischgeste sogar die Shortcut- und Benachrichtigungsleiste herunterziehen kann. Richtig toll ist dann auch die Performance. Der verbaute Snapdragon 8 Plus Gen 1 ist einfach ein richtig geiler Prozessor. Alle Anwendungen, Spiele sowie das System fliegen einfach nur so über das Display. Nichts, was das Flip irgendwie ins Schwitzen bringen würde. Und ein weiterer Pluspunkt, der 8 Plus Gen 1 ist effizienter als der Vorgänger und der Exynos, der in der S22-Serie verbaut wurde. Kommen wir zum größten Kritikpunkt des Galaxy Z Flip 3, der beim Z Flip 4 keiner mehr ist. Der Akku ist mit 3700 mAh wirklich nicht groß, aber ich komme im Gegensatz zum Vorgänger damit relativ easy durch einen Tag. Klar verbringt der Akku keine Wunder mit der Kapazität, das dürfte klar sein, aber für die Größe ist das mehr als respektabel. Leider kann er dann nicht ganz so schnell geladen werden, sowohl Wireless Charging als auch kabelgebundenes Laden geht bei der Konkurrenz teils deutlich schneller. Abstriche, und das muss man leider so sagen, müssen dann natürlich bei den Kameras gemacht werden. Die Frontkamera ist für mich noch in Ordnung, ich bin jetzt aber auch nicht der große Selfie-Knipser. Auf der Rückseite schlagen sich die beiden 12-Megapixel-Kameras aber tatsächlich besser, als ich im Vorfeld dachte. Vor allem die Hauptkamera. Bei gutem Licht gibt es tolle Fotos mit hohem Kontrast, die vielleicht dann und wann etwas übersättigt sind. Schlechter wird es dann im Dunkeln, da merkt man dann schon einen Unterschied zu den Top-Knipsen,
ebenso bei der Weitwinkelkamera. Einen optischen Zoom, klar, den vermisse ich natürlich, aber dafür ist die Kameraeinheit schön klein und nicht so bollerig wie bei normalen Smartphones. Kommen wir nun aber zu dem Punkt, der für die meisten am interessantesten sein sollte. Was kann ich zur Haltbarkeit sagen? Nur Gutes. Weder Rahmen noch Rückseite haben erkennbare Gebrauchsspuren, obwohl ich das Flip 4 oft auch ohne Case nutze. Aber was ist mit dem Display? Nichts. Alles super und wie am ersten Tag. Aber ja, das muss ich auch immer dazu sagen, ich gehe sehr pfleglich mit meinen Smartphones um. Einzige Veränderung, wie bereits erwähnt, die Falte ist minimal größer geworden und der Widerstand beim Falten und Öffnen ist etwas geringer geworden. Aber nichts klappert, nichts löst sich. Ich bin gespannt, wie es in ein paar Monaten aussieht. Aber Samsung hat ja versprochen, dass der Kleber der Folie verbessert worden ist. Ein Update meinerseits wird hierzu sicherlich kommen. Zusammengefasst, ich bin noch immer absolut happy mit dem Galaxy Z Flip 4. Das Ganze zeigt sich allein schon daran, dass ich es ganz einfach noch immer besitze und nicht verkauft habe wie so viele andere Smartphones. Stören tut mich, wie gesagt, nur die Anordnung der Tasten und dass es kein physisches Dual-SIM gibt. Eine Speichererweiterung, die das Flip auch nicht bietet, brauche ich nicht. Für nächstes Jahr dann eine Tastatur im Außendisplay, noch eine Stunde mehr Akkulaufzeit und eine kleinere Falte. Dann bin ich erneut happy. Samsung war beim Vorgänger schon auf dem richtigen Weg und das Z Flip 4 ist noch einmal besser geworden. Für mich sind Foldables wirklich im Alltag angekommen. Wie seht ihr das Ganze? Bereit, demnächst zu falten oder faltet ihr bereits? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich freue mich über jedes Abo, das ihr mir schenkt, über jedes Video, das ihr schaut und kommentiert. Vielen Dank dafür. Das Allerwichtigste aber, bleibt interessiert und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bye, bye.